Weiter geht's bei City Skylines und Dankeschön fürs Einschalten. Wir spielen heute weiter in DLC City und wer nicht weiß, was das für ein Projekt ist, guck mal in die Videobeschreibung, da ist eine kleine Beschreibung und eine Playlist zur Folge 1. Wir machen heute weiter mit Autobahnbau und ja, passt ja eigentlich auch mit den Bildern, die wir gerade haben. Und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Und kleine Info nochmal, ich war ja im Urlaub gewesen, habe halt ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was voraufgenommen. Und jetzt bin ich quasi wieder live dabei, jetzt kann ich wieder aktiv Kommentare lesen, ein bisschen drauf eingehen und was wir heute machen wollen, ist quasi die Autobahn, die hier endet, hier mal weiterführen, mit der verbinden, die sollen halt unterirdisch verbunden werden, dass man hier auch irgendwo rausfahren kann, noch hinzu und dass man dann hier lang fahren kann, dann kommt hier wahrscheinlich noch irgendwo eine Ausfahrt hin, wahrscheinlich wird die hier auch oberirdisch wieder laufen, dass sie halt nur in dem Bereich unterirdisch ist. So wie man es auch theoretisch machen würde, wenn so eine Stadt schon stehen würde, die würde man nicht wegreißen. Da würde man in der Tat im Untergrund Tunnel durchbohren, ähnlich wie auch bei U-Bahn. Obwohl, wenn man, ich weiß gar nicht, war das Düsseldorf, wo die alles aufgerissen haben? Das war schon wild, wo die dann ganz viel Stahl geklaut haben. Das war noch wilder. So, aber folgendes, wir werden jetzt mit der Autobahn erstmal nach unten fahren. Und was ich auch noch auf dem Schirm habe, natürlich nicht zu vergessen ist, ich wollte das Ganze auch mal auf der Konsole spielen. Ich habe ja gesagt, ich habe das schon installiert, weil ich habe auch die leistungsstärkste Konsole, die es momentan auf dem Markt gibt, die habe ich ja zu Hause. Also eigentlich habe ich alle zu Hause. Aber wir spielen dieses Spiel auf der leistungsstärksten Konsole. Also nicht auf der Switch. Und ansonsten können da wahrscheinlich raten, welche das ist. Obwohl eigentlich kann man das nicht raten. Das ist eigentlich festgegeben. So. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Man kann ja nicht sagen, ich finde jetzt mein Opel Astra aber leistungsstärker als im Porsche. Nee, der hat mehr PS. Der fährt schneller. Also im Normalfall. So, aber jetzt gehen wir erstmal wieder in den Underground und markieren mal eben diese Autobahn hier. Wo sind wir denn da? Hallo? Und ich habe auch noch vor, ich habe so viel vor, ne? Jetzt ist auch noch Gamescom, alles auf einmal. Wer ist eigentlich auf der Gamescom von euch? Ich bin wahrscheinlich Mittwoch und Samstag, ne, Sonntag da, Samstag wahrscheinlich, Sonntag vielleicht auch. deswegen da mal Augen aufhalten. Da komme ich gar nicht dran an das Ding, ne? Muss ich echt von oben gucken. Und zack. Und wer Lust hat, heute Abend Livestream. Da werden wir auf jeden Fall etwas nicht Minecraft-artiges spielen. City Skylines nicht, weil ich habe ja schon mal gesagt, wenn ein aktives Projekt läuft, kann ich da nicht reingrätschen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also ich mache mir einen neuen Computer, wo nur City Skylines läuft. Das wäre natürlich ein bisschen weird, aber schon cool. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel. So, wir machen das jetzt so. Wir machen genau in die falsche Richtung erstmal. Aber wir sind auf der richtigen Höhe. So, das ist schon mal gut. Also wer da Lust drauf hat, einfach mal einschalten. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich spiele zwischendurch auch ein bisschen God of War noch. Wer das Ganze kennt, auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Da kommt ja, ich glaube, im November der neue Teil raus. Und ich spiele den alten Teil jetzt noch auf dem PC. Zum Thema Exklusivspiele, ne? Aber finde ich schön, dass die mittlerweile rauskommen. Erstmal ausgraben. Die sind ja auch erstmal konsolenexklusiv, nur irgendwann werden die dann halt auch im PC umgesetzt. Was ich aber ganz cool finde. So. Autobahn verbunden. Bin gespannt, ob da schon jetzt welche herfahren. Einfach mal laufen lassen. Normalerweise war hier Ende, oder? Weil hier gab es keine weiteren Ab- oder Auffahrten mehr. Jetzt könnte man hergehen und sagen, pass auf. Hier ist ganz interessant, hier könnte man noch eine Auffahrt... Ah, guck mal, da kommt der erste Auto. Weiß gar nicht warum, ne? Fährt jetzt hierher und da wieder raus? Gar kein Umweg, ne? Kann ja auch die Straße einfach nehmen. Aber der hat sich wahrscheinlich verfahren, aber passt schon. Aber man könnte theoretisch jetzt auch noch hier gehen und hergehen und sagen, pass auf, hier könnt ihr auffahren. In die Richtung und auch nochmal in die andere Richtung auffahren. Das würde, glaube ich, echt cool aussehen, Jan. Ich glaube, das mache ich auch. Wir nehmen jetzt hier eine zweispurige Autobahn, darf ich nicht nehmen. Aber nur auffahren, nicht abfahren. Kenne ich auch. Kennt ihr die Dinger? Es gibt Orte, wo ihr auffahren könnt, aber nicht abfahren könnt. Ne, anders. Wo ihr abfahrt und die Auffahrt ist irgendwo. Das ist immer super geil. Dann fährst du ab und denkst dir so, ach scheiße, ich müsste ja noch eine weiter. Und dann kannst du aber gar nicht mehr auffahren. Ach, was weiß ich, jetzt bin ich komplett durcheinander. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder?
Wenn man so in Gedanken ist, dann bin ich auch schon mal an der Auffahrt vorbeigefahren, an der Abfahrt. Und dann bin ich einen weitergefahren, dann fährst du ab und findest die Auffahrt nicht mehr. Obergeil. Finde ich gut. So. Ah, man sieht, die Züge, die von außerorts reinkommen, die laufen hier wirklich vorzüglich entlang. Das ist immer so doof, ne? Sieht man jetzt auch. Deswegen, normalerweise muss man alles trennen. Einfach alles trennen. So, der geht jetzt schon mal dahin, wo er hin soll. Und jetzt hätte ich am liebsten noch, dass man von der Straßenseite aus auch da auffahren kann. Das wäre der Wahnsinn. Da müssten wir allerdings nicht so weit... Vielleicht einfach hier neben, oder? So? So? 6, 7, 8. Einem Sinn. 9, 10. Und dann hier wieder auf. Mache ich extra, ich mache nur eine Auffahrt, um hier so ein bisschen den Verkehr zu entlasten. Also nicht zu entlasten, sondern um den Leuten die Möglichkeit geben, hier mal eben schnell auf die Autobahn zu wuppen. Weil hier auch irgendwann eine riesige Stadt hinkommt. Und die eigentliche Auf- und Abfahrt, die kommt ja dann noch ein Stückchen weiter unten. Warte, da könnte ein bisschen eng werden für die Autos. Auch nur ein bisschen. Oder hier die Laterne ist auch vorzüglich an der Stelle. Vielleicht macht man das ja so. Ja, wobei die Biegung halt echt... Ja, wir machen das so. Egal, ob die jetzt da durchguckt oder nicht. Kann man eh nicht ändern. Warum gehen Laternen, die unter einer Straße sind, nicht automatisch weg? Wäre das nicht cool? Das wäre noch ein geiles Feature. Vielleicht auch für City Skyline 2, was wie gesagt erstmal nicht kommen wird. Behaupten zwar manche, aber nein, es kommt nicht. Ich habe schon viel gehört, aber das noch nicht. Ich werde mal auf Gamescom drauf achten, aber ich glaube immer noch nicht. So, Auf- und Abfahrt. Ich finde geil, dass das hier so voll ist. Das finde ich echt schön. So, warte, wir machen hier nochmal ganz kurz den hier. Traffic Manager, dann die Pfeile und dann den hier. Dann kann man da schön drauf fahren. Da kann man auch rechts und geradeaus. Polizeiauto geht bestimmt nach rechts und... Ja, meine ich ja, er fährt in die Stadt rein. Aber es funktioniert, funktioniert. Die fahren bestimmt hier wieder raus. Top. Zu viel Stau haben wir nicht, die Züge sind auch wieder weg. Also alles falscher Alarm. So, wo wir gerade bei falschen Alarm sind. Die Bäume müssen weg. Hat nichts mit Alarm zu tun, aber immerhin. Alles muss weg. Alles wird rasiert. Obwohl wir den Bereich ja noch gar nicht bebauen, aber ich möchte halt die Verbindung schon mal da haben. So, das hier lassen wir. Den Kram auch. Hier ist schon alles weg. Da sieht man, da ist noch ein bisschen da ist ein Hügel oder so, ne? Und dann nehmen wir das hier noch. Wer jetzt wissen möchte, was ich hier für Pinsel benutze, der guckt einfach meine Videobeschreibung. Da sind verschiedene Modifikationen drin und da findet ihr auch diese Pinselmod. Die ergibt sich halt. Also ihr lest euch die Namen durch und dann wisst ihr, was man nimmt. Glaubt mir. Ihr checkt es. So, das dazu. Ja, ich bereite hier schon viel vor, aber auch nur deswegen, damit das hier sich so ein bisschen noch ausbilden kann. Also, dass das Ganze noch wächst und gedeiht. So, jetzt folgendes. Wir haben hier die Autobahn, wie man sehen kann. Die wird ja auch gehighlightet. Von da kommt irgendwann noch eine Autobahn, die hier so drunter geht und da dran geht. Könnte man natürlich jetzt schon mal setzen. Aber wenn man möchte, dass hier alle Autos abfahren könnten, ich überlege gerade, ne, hier wäre eigentlich am geilsten, oder? Wenn hier die Abfahrt wäre, also wenn da ein dicker, fetter Kreisverkehr wäre, dann wäre das, glaube ich, am coolsten. Wir nehmen hier auch mal die Straße mit den Bäumen. Ich meine, das ist Green Cities, aber die Baumstraße, die gibt es auch in den anderen, in dem Basisspiel. Glaube ich jedenfalls. Und zack. Nice. Ah ja, es kommt bald ein anderes Game raus, auch die Tage jetzt. Ich glaube am 9. Und zwar Campus. Two Point Campus. Es gab mal Two Point Hospital, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Und jetzt kommt bald Two Point Campus raus. Vielleicht wäre das auch was für den Kanal hier. Ich habe zwar schon öfter versucht, andere Spiele außer Cities zu bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die kamen dann nicht so gut an. Also nicht so, dass ich gesagt habe, so, boah, geil, das hat sich jetzt echt geil gelohnt. Deswegen müssen wir da halt erstmal ein bisschen gucken.
Was das nicht heißen soll, ich mache nur Spiele, die sich lohnen. Aber ich guck halt immer, dass ich YouTube nicht verärgere. Klingt jetzt auch total blöd, aber es ist halt einfach so, wenn ihr zum Beispiel andere Folgen bringt, außer die Folgen, die ihr sonst bringt. Also wenn ich mal ein anderes Spiel bringe, dann wird es den meisten Leuten gar nicht angezeigt. Weil die meisten Leute einfach nur das eine Spiel sehen wollen auf diesem Kanal. Und dann wird unter Umständen auch diese Folgen hier nicht mehr so gut angezeigt. Weil ihr die letzte Folge nicht angeklickt habt. Also ist total weird einfach. Der Algorithmus ist der Wahnsinn. Warte. So. Mann, ist das ein geiles Kreuz. Und jetzt machen wir Steuerung O. Nehmen jetzt hier die zweispurige Straße. Ich muss jetzt, wie gesagt, das ist jetzt alles schon Vorbereitung für diverse Stadtteile, die noch kommen werden. Und dann nehmen wir jetzt mal einen 80er-Kreis, weil wenn das hier nachher der Partykreis wird, vor allen Dingen Partykreis, kann das unter Umständen hier sehr voll werden an der Stelle. So. Jetzt geht's weiter. Autobahn. Autobahn, genau. Wir gehen jetzt eben nach unten. Da muss ich jetzt echt mal ein bisschen gucken. Ich nehme jetzt mal den zweiten vor dem Kreisverkehr. Ist doch 1, 2, ne? Ja, eigentlich schon. 16er Tiefe ist, glaube ich, okay. Das war 14er Tiefe, also noch im Rahmen. Ein Rahmen. Und dann, das wäre jetzt der zweite, den wir nehmen würden. Ich bin jetzt so wieder falsch rum, ne? Warte, ich mach nochmal weg. Warte, so? Nee, so auch nicht. So, mach nochmal hin. Und die Seite kommt dann in die Richtung. So, hier muss ich nachher gucken, dass ich das gut miteinander verbinde. Ich glaube in der Tat, dass wir da einfach die Autobahn nehmen, oder? Wenn ich eine einspurige Straße mache. Die Frage ist, wo das hinführen soll. Oder sagen wir, unterirdisch drücken wir mal ein Auge zu und dann darf ich die Mass Transit Sachen nehmen. Weil das ja noch von hier kommt. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. So. Unterirdisch ein Auge zudrücken, damit er Bescheid wisst. Warte mal. Ich glaube, das ist aber gut, oder? Guck mal. Kann man fast bis rüberziehen. Hammer. Dann machen wir jetzt aber erstmal so ein Knicke rein. Knicki knacki. Ah. Ja, schwierig. Eventuell müssen wir hier sogar noch tiefer gehen an der Stelle. Sagen wir nochmal so auf 20. Krass. Ach so, die U-Bahn ist so tief. Warte, ich guck mal. Vielleicht kann ich aber über die U-Bahn. Ah ja, guck mal. Jetzt sind wir 14er Tiefe. Das ist geil, oder? 14er Tiefe ist gut, könnte aber dann bei dem Fluss wieder ein Problem geben. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay, warte. Einmal weggucken, ich drücke Steuerung A. Nee, komm, wir gehen einfach tiefer. Können ja wirklich den Weg nehmen, den man gehen muss in dem Fall jetzt. Und zwar 32er Tiefe an der Stelle. Und damit kommen wir auch super unter dem Fluss her. So, geht dann bis... Überlege ich gerade. Da hört der Knick auf. Ja, eigentlich dann bis hier. Und jetzt so. Und so. Ja, warte. Top. Okay, weiter geht's. Habe ich schon mal erzählt, ne? Das finde ich immer super krass. Weil es gibt ja wirklich Bauvorhaben, wo die wirklich, ich sag jetzt mal, eine Autobahn unter einem Fluss machen oder durch einen Berg. Dann fangen die an, irgendwo reinzuschrauben oder zu bohren, besser gesagt. Oder den Weg reinzuleiten. Und das Krasse ist, die treffen sich dann. Also es gibt auch super viele Bilder im Internet, wo die sich nicht getroffen haben. Das sieht natürlich auch sehr geil aus. Aber die fangen an zwei unterschiedlichen Stellen an und dann treffen die sich einfach.
Da denke ich mir immer so, krass, Alter, was ist das denn? Also wirklich. Das ist jetzt kein Witz oder so, ne? Jetzt mach doch mal fertig, Peter. Hier, das wäre perfekt. Weißt du, alles geht, außer der Turn. Habe ich nicht verstanden. Okay, warte, wir gehen jetzt hier wieder runter. Ihr seht, wir sind jetzt gut unter dem Kreisverkehr. Der Kreisverkehr hat nachher eine zentrale Rolle in dieser Stadt. Denn da kommen die Autos nachher raus. Zack. Muss ich gleich nochmal anpassen. Auch gut. Nächstes Ding ist dann einfach hier. Andere Seite. Hammer! Wie gesagt, muss ich noch anpassen mit Move It, damit die halt nicht so komisch hoch aussehen. Aber den kann man nachher gut verputzen, schön aussehen lassen. Ich nehme jetzt hier mal die zweispurige Abfahrt. Die Zwei-Wege-Autobahn ist hier nur zurück, oder? Zweispurige Autobahn. Hier, diese hier. Wir gucken mal, ob wir die nachher wirklich noch drin lassen. Aber wir nehmen jetzt erstmal die. Die ist glaube ich, vom Mass Transit. So, da kann man drauf fahren und hier kann man dann abfahren. Warte, gleich haben wir es. Komm jetzt, Spiel! Ja, doofer Winkel, ne? Also je nachdem, wie steil der Winkel auch ist, dann bremsen Autos super hart ab. Darf man auch nicht vergessen, ne? Super hart abbremsen Autos. Achso, ich bin an der einen Straße gewesen. Das ist natürlich toll. Machen jetzt so, dass es 12. Ja, sieht gut aus. Hier, das meine ich. Da würden die super krass abbremsen an der Stelle. Da muss man gucken, dass es geschmeidig um die Kurve geht. So einigermaßen zumindest. Hier geschmeidig rum, geschmeidig drauf. Guck mal, da fährt schon einer. Da fährt schon einer ab. Hammer! Von der Seite können die kommen, von der Seite können die kommen. Die müssen jetzt noch von der Seite auf die Bahn. Okay. Oh Mist. Warte, wir müssen tiefer. Ja, nein. Nein, nicht da. Komm hier. Nein, nicht da, Peter. Nicht da. Nicht da, Spiel. Warte, ihr wollt es doch auch. Echt jetzt? Warum? Ist das echt so tief? Ah, jetzt, guck mal, da geht. Und, warte. Können ein bisschen hochgehen, sagen wir mal auf 28 so, 22 und dann zack. Hätte auch direkt drauf gehen können, fällt mir gerade mal auf. Aber wir haben jetzt unterirdisch einen vernünftigen, ein Autobahnkreuz eigentlich gebaut. Die können hier relativ schnell abfahren, wie man sehen kann, können hier abfahren. Und das machen die Autos auch. Die entlasten somit eigentlich dann die Brücken. Weil bisher war das immer, wenn die Autos hier hin wollten, mussten die halt über diese zwei Brücken fahren oder über die dritte, die hier noch ist. Und mussten dann immer komplett durchfahren. Jetzt können die quasi die Autobahn benutzen. Egal ob die hier drunter geht, oder die andere, die kommen halt hier dann raus. Echt schön auf jeden Fall. So, warte, wenn wir schon mal dabei sind, gehen wir hier auch nochmal auf den Kreis. Der ist jetzt nicht unterirdisch, ne? Doch, ist er wohl. Ach komm, den anderen habe ich doch oberirdisch genommen, da ist er. Dann ziehen wir ein bisschen runter. Da auch. Muss jetzt hier einmal noch auf jeder Seite einmal gehen und das Ganze ein bisschen tiefer gestalten. So, und hier dann auch nochmal letztes Teil. Guck mal, ein Holländer. So, und dann hier wieder runter. Voll Klischee einfach, ne? Liegt vielleicht auch daran, dass ich in Holland im Urlaub war. Hm.
Auf einem Campingplatz. Ja, da waren viele davon. So. Aber war sehr geil. Wir waren in Slagharen. Guckt mal, Gold Rush Slagharen. Sehr, sehr coole Achterbahn. Da wollte sogar mein kleiner Sohn drauf. Der war aber 2 Zentimeter zu klein. Sonst wäre er da voll drauf gegangen. Super krasser Typ auf jeden Fall. So, sieht doch geil aus. Wir haben eine wunderschöne Autobahn gebaut. Was noch fehlt, ist hier vorne der Anschluss und hier noch eine Abfahrt. Ne? Aber das kommt natürlich später irgendwann, wenn wir auch ein bisschen kaufen können. Hier, dort hier zum Beispiel. Nice, wir konnten kaufen. Na, korrekt. Und nächstes Mal können wir dann wieder Sunset Harbor machen. Das wäre dann der Teil hier. Also Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!